Shalom, meine Freunde. Da sind wir jetzt. Hinter mir sieht man eher nicht so gut Elat. Und da hinter mir ist Jordanien. Und wir marschieren jetzt erstmal zur Grenze Richtung Aqaba rüber und werden die nächsten 3 Tage in Jordanien verbringen, bevor ich nach Wien fliege. Genau, da nehme ich wieder mit. So, da über die Grenze. Wir sind jetzt in Jordanien. Es hat auch so fast eine Stunde gebraucht, dieser Grenzübergang, weil die einfach alle unsere Rucksäcke alles durchkontrolliert haben. Jetzt suchen wir auf alle Fälle ein Taxi und schauen, wie wir weiterkommen. Super! Naja, gut, gell? Das haben wir jetzt. Das war die Rahmen da hinter mir schon. Ja, wir haben uns halt so gedacht, so eigentlich wollten wir draußen schlafen, dann wollten wir uns die nicht reinlassen. Und jetzt haben wir halt wohl oder übel für so 15 jordanische Dinar halt da so ein Crib bekommen. Und das schaut dann so aus. Da liegt der Emanuel. Na, ist das eine Freude. Ja, also Handtücher haben wir auch noch da, damit hat überhaupt gar keiner gerechnet. Naja, tschüss! Wahnsinn, also wirklich, hinter mir ist der Mond aufgegangen, total schön. Wir steppen da gerade durch den Sand. Es ist ein kompletter Vibe. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass ich meine Weihnachtszeit so verbringen werde. Aber oh, richtig, richtig schön. Also, guten Morgen, da sind wir, da war die Ram hinter mir, geht gerade die Sonne auf, ich glaube man sieht es nicht ganz. Und boah, ich sage ehrlich, es schaut, na, Alter, das muss man sich echt geben, das ist verrückt. So, da erstmal ruckelig Ding, wie die Sonne da gerade aufgeht, ich pack's gar nicht. Also, es schaut so marslandschaftmäßig aus, wir frühstücken da gerade unseren Hummus, genial. Und ja, Alter, also jetzt holt es komplett. Nein, ich bin so im Himmel. Ist das geil? Circa 30.000 Schritt später, jetzt sind wir da mitten in diesem Wadi Rum, sieht man hinter mir. Also da ist so dieses Village, wo wir hinwollen. Und irgendwie total spannend, wenn man in der Wüste geht, dann fängt man so ein bisschen ins Philosophieren an. Also keine Ahnung, der Emanuel Lee zumindest, Mustafa ein bisschen. Und ich habe irgendwie die letzten 24 Stunden immer wieder überlegt, mei, wie hätte man es besser machen können, wo hätte man noch eine bessere Schlafmöglichkeit oder ja, irgendwie schönere Aussicht oder so. Und währenddessen merkt man eigentlich gar nicht, wie sehr man den Moment versäumt. Und das ist irgendwie so eine Erkenntnis, auch wenn ich es noch nicht ganz umsetzt, so, dass man einfach dankbar sein soll mit dem, was man hat, weil ich glaube, man gewöhnt sich einfach irgendwann so an diese Schönheit so und dann will man immer noch was Besseres und noch was Besseres. Und ich meine ganz ehrlich, man kann sich nicht beschweren da, gell? Es ist total schön und voll, also ich genieße es jetzt extrem. We'll be right back.
Guten Morgen von unserem Schlafplatz. Man sieht da meinen Schlafsack im Hintergrund. Da irgendwo hinter uns ist dieses, wie heißt das, Schatzhaus des Pharao, also Petra halt. Und ja, irgendwie haben wir gestern dann diese Höhle noch gefunden auf die Nacht. Die ist eigentlich perfekt, die schaut aus wie so eine Garage. Und da hinten sind auch so einige Höhlen noch. Total schöne Landschaft. Und dann gehen wir heute nach Petra. Genial. Jetzt sind wir da an diesem Punkt, wo man das erste Mal dieses Schatzhaus sieht. Und ja, weißt du, was ich sagen soll, ist ziemlich, ziemlich fett. Und das werden wir jetzt bestaunen und eventuell ein paar Cinematics davon filmen. Das war's jetzt mit unserem Jordanienurlaub. Ich bin seit gut, ja, keine Ahnung, 15 Stunden oder so am Flughafen. Hab die Nacht am Flughafen übernachtet. Nice, Tommy, danke für deinen Anruf. Genau, jetzt bin ich da gerade am Videoschneiden. Ich weiß nicht, kann man ein bisschen sehen. Hab mir's da eigentlich recht nett eingerichtet, neben die Steckdosen. Bin total übermüdet, aber voll im Herzen, weil es war einfach ein extrem cooler Trip und würde sofort wieder machen, selbst wenn ich weiß, dass der Flug Verspätung hat. So, ja, war einfach extrem cool. Ich hoffe, es ist unterhaltsam, das Video, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.